Herzlich willkommen zum Sportbuzzer Magazin, heute aus dem Alfred-Kunze-Sportpark hier in Leutsch. Hier trifft heute im Wernesgrüner Sachsenpokal die BSG Chemie Leipzig auf die Jungs aus Chemnitz und wir schauen zuerst mal in unseren Buzzer-Spielbericht. Es kam nicht zur großen Pokalsensation. Die Bezirksligisten von Chemie Leipzig unterliegen den Drittligisten vom Chemnitzer FC mit 4:0. In der ersten Halbzeit gibt es für die knapp 3000 Zuschauer eher weniger zu sehen, zumindest was die Tore anbelangt. Dafür sorgen die Fans beider Lager für gigantische Stimmung, schießen jedoch mit der mitgebrachten Pyrotechnik über das Ziel hinaus. Doch zurück zum Spiel. Von Beginn an hat die Leutscher Hintermannschaft eine Menge zu tun und in der 17. Minute trifft Koya Pusch zum 1:0. Doch mehr passiert nicht in der ersten Halbzeit. Zur Pause führen die Chemnitzer mit einem knappen 1:0. Wir nutzen die Halbzeitpause, um im Familienblock der Chemiker vorbeizuschauen. Ja, das ist unser Familienblock. Die Idee, die entstand vor anderthalb Jahren. Da haben sich drei chemische Papas getroffen, weil die dachten, Mensch, unsere Kinder, die wissen immer nicht so richtig, was sie hier tun sollen und die nerven uns, wenn wir Fußball gucken wollen. Und so haben wir halt ein bisschen Spielzeug zusammengesammelt aus Spenden, aus verschiedenen Familien und haben das halt hier zu jedem Spieltag dann aufgebaut und seitdem haben die Kinder zu tun und die Eltern können ein bisschen ruhiger Fußball gucken. Auch in der zweiten Halbzeit versuchen die Leipziger nach vorn zu spielen, aber die Chancen bleiben aus. Die Chemnitzer dagegen wirken im Moment ideen- und antriebslos. Doch in der 75. Minute gelingt es erneut, Pusch nach einem Freistoß für Chemnitz zu treffen. Nach diesem Tor verlieren die Chemiker zusehends an Kraft und nur 5 Minuten später trifft der Ex-Leutscher Tino Semmer zum 3:0. Die Fitnessunterschiede der Teams werden immer deutlicher und in der 85. Minute stellt schließlich der eingewechselte Benjamin Fürster den 4:0 Endstand her. Sowohl CFC-Trainer Carsten Heine als auch Chemiecoach André Schönitz sind nach der Partie zufrieden. Ich habe jetzt den Chemnitzer Trainer bei mir. Wie zufrieden kann man denn sein? 4:0 klingt gut, aber war es wirklich gut? Ja, ich fand's gut. Also erstmal habe ich ja schon bei der Auslosung gesagt, dass wir uns freuen, ich persönlich auch mal hier wieder nach Leutsch kommen zu können. Und wir haben ja ein Pokalspiel sicherlich gegen eine unterklassige Mannschaft, aber mit einer tollen Atmosphäre gehabt. Also es war eine Menge Zuschauer hier. Wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Wir haben nicht eine Torschance zugelassen, haben sicherlich auch ein paar zu wenig genutzt für uns. Aber am Ende ist ein standesgemäßer Sieg rausgekommen und damit sind wir zufrieden. Natürlich habe ich auch den Chemietrainer hier bei mir. Wie war es denn? 4:0 am Ende. Es war ganz knapp am Anfang. Wie zufrieden sind Sie? Sagen wir, 2 Tore sind zu viel. Ja. Ich sag mal, Chemnitz hat verdient gewonnen. Ja, es war ein schöner Nachmittag. Ich denke mal auch für die Fans. Man hat es ja gesehen. Wir können zufrieden sein. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Liga. Und ja, der Tag war einfach schön. Im Pokal ist alles möglich. Ja. Aber wir wollten von unserer spielerischen Kondition weggehen, dass wir eben hinten aufmachen. Wir wollten versuchen, irgendwo Konter zu setzen. Ja, aber es ist auch, wie gesagt, die umsonst spielt die nicht dritte Liga und wir Bezirksliga. Es ist natürlich besonders schade, wenn Begegnungen wie heute in einem maroden Stadion gespielt werden müssen. Doch in Leipzig ist das leider nicht mehr die Ausnahme. Bei genauerem Hinsehen fallen im Alfred-Kunze-Sportpark immer mehr Ecken auf, die der Zeit zum Opfer fallen. Bei den Verantwortlichen ein bekanntes Problem. Ist sicherlich eine finanzielle Sache. Deswegen, wir versuchen ja auch, sag ich mal, die Philosophie wie beim FC Union Berlin, die ja auch selber das Stadion in der Hand genommen haben, dort viele Initiativen ergriffen haben, um das Stadion auf Vordermann zu bringen. Und das ist eigentlich auch so unsere Philosophie. Aber wie gesagt, wir sind hier nur zur Untermiete und wir hoffen, dass das in naher Zukunft irgendwie in die richtige Richtung geht. Auch bei Motorgoles Nord wird gegen den Verfall angekämpft. Rundrum, die ganzen Anlagen sind natürlich alt und sind auch dem Untergang geweiht. Wir versuchen immer, die Unfallquellen so gering wie möglich zu halten, eigentlich zu beseitigen. Und wir sind und brauchen jeden Pfennig, weil in diesem riesen Stadion wird jeder Pfennig verschlungen. Ebenso könnte sich das Bruno-Plache-Stadion einreihen. Der Wille, etwas zu ändern, ist bei allen Vereinen da, aber es fehlt wie so oft das Geld. Ein weiterer Pokalkracher mit 2000 Zuschauern fand zwischen dem BSV Gelenau und RB Leipzig statt und wir haben die Stimmen zum Spiel.
Im Pokalspiel BSV Gelenau gegen die Rasensportler aus Leipzig bleibt die Überraschung aus. Mit einem 11:0 zeigt sich der Drittligist RB Leipzig ganz klar überlegen. Beide Trainer sind nach einer friedlichen und sehenswerten Partie zufrieden. Die Jungs, die waren schon seit Wochen heiß, seitdem das RB losgezogen wurde. Landespokal ist ordnungsgemäß heute über die Bühne gegangen für uns. Und ich denke mal, die Grenzen sind gezeigt worden heute, aber meine Mannschaft hat sich gut verkauft und hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten dagegen gehalten. Insgesamt war es absolut verdient. Es war ein faires Spiel. Ja, Gelenau hat sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten gewehrt. Ja, ich glaube, sie hatten auch viel Spaß in dem Spiel, auch wenn es für sie vielleicht das eine oder andere Tor zu hoch ausgefallen ist. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht heute auch zu coachen. Der Fanblock hinter mir war sensationell drauf. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt waren, 600, 700, 800 vielleicht, die hier rausgefahren sind und auch viel Spaß hatten. Ich bin auf meine Mannschaft stolz und auf unsere Fans. Außerdem gab es im Pokal-Achtelfinale folgende Begegnungen im Raum Leipzig. Bereits am Donnerstag trennten sich der FC Almburg und die BSG Stahl Riesa 4:2. Zu den Samstagsspielen. SG Sachsen-Leipzig, VfB Auerbach 1:2. Der VfB Zwenkau besiegt Gelb-Weiß-Görlitz mit 3:2. Der SSV Markranstädt trennt sich 3:0 vom VfC Plauen. Oberligist Markranstädt und Bezirksligist Zwenkau ziehen damit gegen höherklassige Konkurrenz in das Sachsen-Pokal-Viertelfinale ein. Der BSV Gelenau gegen RB Leipzig wie gesehen 0:11 und im Sonntagsspiel gewinnt der Chemnitzer FC 4:0 bei der BSG Chemie Leipzig. Hier in Leutsch ist der Begriff Nebenkostenaffäre zurzeit in aller Munde. Mit der Beziehung zwischen Chemie Leipzig und dem SG Sachsen beschäftigt sich heute Frank Müller in unserem Basser-Kommentar. Bei den jüngsten Pokalauftritten der beiden Leutscher Mannschaften hat man gesehen, welch großes Fanpotenzial im Alfred-Kunze-Sportpark noch immer schlummert. Natürlich besonders bei dem Spiel von Chemie gegen die Chemnitzer. Aber man hat auch gesehen, dass die Leutscher nicht mehr auf Augenhöhe sind, mit einstigen Konkurrenten sportlich nicht mehr mithalten können. Und das ist natürlich jammerschade. Und in letzter Zeit hauptsächlich begründet durch den unseligen Streit der beiden Vereine SG Sachsen und BSG Chemie. Den muss man endlich beilegen, wenn man solche gute Atmosphäre wie am vergangenen Wochenende häufiger wieder im Kunze-Sportpark erleben will. Und dazu müssen beide Vereine endlich aufeinander zugehen. Es wird dunkel und kalt in Leutsch. Ein schöner Pokaltag geht zu Ende. Die Kollegen von der Polizei schieben noch eine Sonderschicht. Wir gehen nach Hause. Ich hoffe, ihr klickt wieder rein beim nächsten Sportbuzzer-Magazin. Tschüss!